Ich kann mich noch genau an mein erstes Video erinnern. Ich musste mich bestimmt eine Woche darauf vorbereiten, dass ich dieses Video mache. Ich habe auf den Moment gewartet, wo ich ganz alleine zu Hause gewesen bin. Hört sich irgendwie fast so ein bisschen so an, als wenn ich irgendwas Kriminelles machen wollte. Aber es war nur ein YouTube-Video. Dann habe ich allen Mut zusammengefasst, habe die Kamera angemacht und habe meine Stichwörter runtergerattert. Als ich dann endlich fertig war, war ich komplett nass geschwitzt, total den trockenen Mund und habe mich einfach total beschissen gefühlt. Ich musste das Ganze bestimmt 10-mal aufnehmen, bis ich es ansatzweise da hatte, wo es mir gefallen hat. Wie du dir bestimmt vorstellen kannst, war die Qualität extrem schlecht. Seit diesem ersten Video sind jetzt fast 12 Monate vergangen. Ich habe knapp 300 Videos, also wenn man TikTok dazu zählt, 300 verschiedene Videos gemacht und ich würde dir gerne zeigen, was für Tipps und Tricks mir geholfen haben, natürlicher vor der Kamera sprechen zu können, beziehungsweise es nicht mehr ganz so schrecklich zu haben wie in dem ersten Video. Normalerweise wäre das der Punkt gewesen, wo ich glaube ich aufgehört hätte. Ich bin eigentlich derjenige, der die wenigste Motivation für irgendwelche Sachen hat, die nicht von Anfang an sofort funktionieren. Aber in diesem Fall war es irgendwie ein bisschen anders. Ich hatte da mega Bock drauf, das besser zu machen und bin dann hingegangen und wollte irgendwie herausfinden, wie kann ich das besser machen. Ich hatte ja keine Lust, dass dieses vor der Kamera stehende Tortur irgendwann wird und dass man darauf einfach irgendwann gar keinen Bock mehr hat. Da ich ja in meinem ersten Video schon von meinen Stichpunkten geredet habe, von denen die ich benutzt habe und so ein bisschen runtergestottert habe und ich die ganze Zeit auch Öms und diese ganzen Sachen rausschneiden musste aus dem Video, wollte ich irgendwo einen Weg finden, dass ich mich irgendwie, dass man besser das Ganze vor der Kamera rüberbringt, dass man auch die Sachen sagt, die man sagen möchte. Und was ich dort sehr, sehr oft gefunden habe und auch sehr, sehr viele andere YouTuber sagen, ist, man sollte sich ein Skript machen. Das bedeutet nicht, dass du hundertprozentig dich an dieses Skript halten musst, aber damit du wenigstens alle Ideen und alle Sachen, die du in ein Video reinbringen willst, auch reinbringst, ist ein Skript etwas, was dir sehr dabei helfen kann. Das heißt, mach dir vorher Gedanken und schreib die Sachen auf, damit sie danach auch natürlich oder beziehungsweise auch so, wie du sie sagen möchtest, in dem Video vorkommen und nicht komplett anders und du dann nachher im Schnitt sitzt und dir denkst, aber das wollte ich eigentlich ganz anders sagen und dann möchtest du das Ganze aber auch nicht nochmal neu aufnehmen, deswegen mach es am besten von Anfang an richtig und benutz ein Skript. Das war dann erstmal Fortschritt genug und ich habe mich dann erstmal sehr, sehr lange darauf ausgeruht, dass ich ein Skript gemacht habe. Doch, dann ist mir irgendwann aufgefallen, nach ein paar TikTok-Videos, beziehungsweise als ich angefangen habe mit den ganzen TikTok-Videos, ist mir aufgefallen, dass ich extrem starr vor der Kamera bin. Also es kam schon fast irgendwie Psycho rüber. Doch, wie wird man denn lockerer vor der Kamera? Und wieder mal habe ich gesucht und gesucht, viele YouTube-Videos geguckt, bin dann auf ein Video von Matty Hapoya, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Es ist ein amerikanischer, beziehungsweise ich glaube kanadischer YouTuber. Der macht viele Videos zum Filme machen. Und was er gesagt hat, fand ich echt gut. Und zwar hat er gesagt: Stop thinking about the camera as a camera and think about it as a person. Damit du natürlicher vor der Kamera rüberkommst, solltest du denken, dass deine Kamera dein bester Kumpel ist. Also im Endeffekt sollst du ein Gespräch mit deinem besten Kumpel machen. Und wenn du jetzt irgendwas erklärst, wie würdest du das deinem besten Kumpel erklären? So kommst du viel, viel natürlicher rüber, shakerst vielleicht auch ein bisschen mit der Kamera rum, machst ein paar Witze und auch, ich glaube, die Gedanken etwas klarer im Kopf zu haben, worüber ich sprechen möchte, wie ich darüber sprechen möchte. Und dadurch kommen natürlich auch so ein paar natürlichere Sachen und natürlichere Dinge in den Videos rüber, die das Ganze noch ein bisschen mehr aufwerten. Ist es natürlich auch extrem wichtig, dass du viele Videos aufnimmst. Also kannst ja auch nicht irgendwie, ne? Du wirst ja auch nicht durchs Nichtstun besser. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, du solltest mehr Videos machen. Das ist natürlich etwas krass, weil mehr Videos bedeutet auch mehr Bearbeitung. Deswegen kann ich dir eigentlich empfehlen, dass du ein Videotagebuch machst. Das heißt, du nimmst dir einfach 5 Minuten pro Tag und sprichst in deine Handykamera und erzählst 5 Minuten lang am Stück, das sollte dein Ziel sein, was du diesen Tag gemacht hast. Und diese Sachen nimmst du dann, machst das 30 Tage am Stück und ich verspreche dir schon mal, dass es viel, viel besser wird. Nach ein paar Tagen wirst du schon merken, wie du viel, viel flüssiger vor der Kamera bist, wie das vor der Kamera sein dich nicht mehr so stresst und auch nicht mehr in so eine angespannte Situation bringt. Es sollte einfach sein, 5 Minuten über deinen Tag zu sprechen. Ich mache das auch jeden Tag und mir hilft es extrem dabei, flüssiger vor der Kamera rüberzukommen und auch nicht mehr das Ganze als eine spezielle Situation zu sehen, die immer mal wieder kommt, sondern es ist ja jeden Tag. Du sprichst jeden Tag zur Kamera. Und zu guter Letzt, macht euch nicht so fertig. Seid nicht so streng zu euch. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Wenn man hinterher schaut, gibt es immer Sachen, die einem nicht gefallen. Es wird immer Sachen geben, die man hätte besser machen können. Aber das ist auch gut so. Du weißt fürs nächste Mal, was du vielleicht besser machen könntest. Und das ist ja auch gerade dieser Prozess, den du immer und immer wieder durchlebst, dass du irgendwas siehst, was dir nicht so gefällt und beim nächsten Mal machst du es besser. Und dadurch wächst du irgendwann. Und wenn du es öfter und öfter und öfter machst, wirst du irgendwann viel, viel natürlicher vor der Kamera. Das hilft dir natürlich nicht nur bei Videos, sondern kann dir auch bei Streams extrem weiterhelfen, dass du einfach vor der Kamera nicht so angespannt bist, okay? Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Falls es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Also mach's gut, bis dann, ciao.